Hallo zusammen! Heute gibt es nochmal ein Kochprojekt at home. Wir machen heute Hähnchen-Enchiladas. Viel Freude beim Nachmachen! Die Zutaten findet ihr unten unter dem Video. Das Hähnchenbrustfilet, die Paprika und die Zwiebeln werden klein geschnitten. Wir haben das Hähnchenfleisch in die Pfanne gegeben und braten es jetzt von allen Seiten richtig gut an. Wenn das Fleisch angebraten ist, kommen die Zwiebeln und die Paprika dazu. Wieder einfach gut vermengen und anbraten. Dann kann nach und nach alles gewürzt werden. Jetzt werden Mais und Kidneybohnen und die gehackten Tomaten hinzugefügt. Das Ganze wird dann auch wieder gut verwirrt. Die wird dann so circa 10 Minuten köcheln gelassen und in der Zeit kann man schon mit dem Backofen anfangen. Während die Füllung vor sich hin köchelt, wird die Auflaufform eingefettet. Jetzt wird die Soße mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Die Wraps mit Creme fraiche bestreichen, Salz und Pfeffer drauf, Soße in die Mitte, Käse drüber und einrollen. Die gefüllten Wraps in die Auflaufform legen, Käse drüber streuen und in den Backofen schieben. Wenn der Käse leicht braun und geschmolzen ist, ist es fertig. Guten Appetit, lasst es euch schmecken!